Hey Leute, am Montag findet wieder der Boston Marathon statt und weil dieses Jahr sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen das krasseste Lineup ever am Start ist, haben wir ein paar Fakten und Stories zum Rennen für euch zusammengesucht. Also, let's go. Okay, fangen wir an mit den Facts zur diesjährigen Ausgabe, was die 127. Ausgabe des Rennens ist. Und es sind 30.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu erwarten. Was auch noch interessant ist, man sich aber meistens gar nicht damit auseinandersetzt, weil man eh nicht gewinnt, ist das Preisgeld. Und das wollen wir euch auch mal sagen, was so die Gewinner und Gewinnerinnen bekommen. Also der Gewinner kriegt $150.000, der zweite Platz kriegt $75.000 und der dritte kriegt 40.000. Das gleiche gilt natürlich auch für die Frauen. Und was auch noch spannend ist, weil Kipchoge am Start ist, der Kursrekord, wenn der gebrochen wird, kriegt man nochmal 50.000 extra, lohnt sich und Kipchoge will den natürlich auch angreifen. Der aktuelle Streckenrekord bei den Männern liegt bei 2 Stunden, 3 Minuten und 3 Sekunden aus dem Jahr 2011, mit viel Rückenwind damals, aber nicht mit Superschuhen. Und bei den Frauen aus dem Jahr 2014 liegt er bei 2 Stunden 19 und 59 Sekunden. Beide aufgrund der starken Teilnehmerfelder dieses Jahr auf jeden Fall attackierbar. Meine Einschätzung für dieses krasse Teilnehmerfeld, das wir dieses Jahr beim Boston Marathon sehen werden, ist, dass eben der Kurs, auch wenn er nicht direkt vergleichbar ist mit dem für Paris Marathon bei der Olympiade 2024 nächstes Jahr, ist er dennoch irgendwo vergleichbar, weil es eben viel hoch und runter geht. Es gibt auch keine Pacemaker. Dementsprechend wird es ein taktisches Rennen, wie bei der Olympiade auch. Und deshalb sind dieses Jahr viele quasi als Vorbereitung für die Olympiade in Boston am Start. Ein weiterer interessanter Fakt zum diesjährigen Rennen ist, dass man in Amerika jetzt auf das Rennen wetten kann. Also ich will hier nicht Wettspiele publik machen oder sagen, das ist geil. Also es gibt ja fast bei allen Sportarten die Möglichkeit, auf Sachen Geld zu setzen, Geld zu verlieren, Geld zu gewinnen. Aber jetzt eben auch beim Laufen. Wir haben jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass es ein verrücktes Starterfeld ist und deshalb wollen wir jetzt die wichtigsten Starter und Starterinnen vorstellen, damit ihr ein bisschen mit denen relaten könnt. Aber da einfach so viele dieses Jahr teilnehmen, die extrem gut sind, können wir gar nicht allen gerecht werden. Deshalb werden wir uns auf einige wenige festlegen, die bei letsrun.com in der Abstimmung von der Community ausgewählt worden sind als Top-Favoriten, die das Rennen gewinnen können. 85% der Stimmen hat, wie kann es anders sein, Eliud Kipchoge. Also alle gehen davon aus, dass der Mann gewinnt, weil immer wenn er an den Start geht, gewinnt er eigentlich, bis auf zweimal. Und ja, Eliud Kipchoges Bestzeit ist auch gleichzeitig der Weltrekord mit 2 Stunden, 1 Minute und 9 Sekunden, letztes Jahr im Herbst in Berlin gelaufen. Mehr muss man zu Kipchoge eigentlich auch nicht sagen, weil er ist einfach der krasseste aktuell und er hat sogar jetzt in Kenia in seinem Training regelmäßig die Boston-Route, also mit einigen Höhenmetern, eingebaut und sollte dementsprechend perfekt vorbereitet sein. Die zweitmeisten Stimmen hat mit 9% Evans Chebet bekommen, dessen persönliche Bestzeit 2 Stunden und 3 Minuten ist. Und letztes Jahr hat er sowohl Boston als auch New York Marathon, also zwei Major-Marathons, gewonnen. Und am dritter Stelle, mit nur 1%, aber trotzdem wollen wir ihn vorstellen, ist sein Trainingspartner Benson Kipruto, dessen persönliche Bestzeit 2 Stunden, 4 Minuten und 24 Sekunden ist. Dies ist er letztes Jahr beim Chicago-Marathon gelaufen und hat den auch gewonnen. Also ein weiterer Titelgewinner von einem Major-Marathon aus dem letzten Jahr am Start. Und das Jahr davor hat er auch den Boston-Marathon gewonnen. Von daher, die drei sind so die Favoriten, einfach weil sie letztes Jahr viel gewonnen haben. Aber daneben gibt es einfach noch so viele andere, die auch das Potenzial auf den Sieg haben. Und neben den Leuten, die Potenzial haben zu gewinnen, wollen wir auch noch drei Europäer vorstellen, die an den Start gehen. Das ist einmal Hendrik Pfeiffer aus Deutschland, dann Mustafa Mohammed aus Schweden und dann noch Nick Clohisey aus Irland. Von daher, good luck an die drei. Bei den Frauen wollen wir auch drei Top-Favoriten vorstellen. Das ist einmal mit 21% Amane Berisso. Keiner kennt die wirklich, weil sie war unter dem Radar und letztes Jahr in Valencia einfach pow, hat sie ihre Bestzeit um 6 Minuten verbessert und ist eine 2 Stunden 14 und 58 Sekunden gelaufen. Das ist crazy. Von daher ist sie eine Favoritin, weil sie einfach mit Abstand die schnellste Bestzeit hat, aber vielleicht war es halt auch eine Eintagsfliege. Man wird sehen. Dann ebenfalls 21% hat Joycelyn Jepkosgei bei den Abstimmungen bekommen.
Ihre Bestzeit liegt bei 2 Stunden 17 und 43 Sekunden. Und sie hat auch schon zwei Major-Marathons gewonnen und wurde letztes Jahr beim London-Marathon Zweiter. Und obwohl die Bestzeit von der dritten Favoritin weit hinter den anderen liegt, ist es trotzdem die mit den meisten Stimmen bei der Abstimmung. Hélène Obiri. Die hat nämlich 30% aller Stimmen bekommen. Das liegt einfach daran, dass ihr Potenzial so riesig ist, weil sie einfach so viele Weltmeisterschaften in Cross-Country und auf der Track gewonnen hat und eben ihr Marathon-Debüt letztes Jahr beim New York Marathon gegeben hat und dort nur 2 Stunden 25 gemacht hat, weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, aber dieses Jahr auch schon den New York City Halbmarathon mitgemacht hat und da den Streckenrekord gebrochen hat. Von daher, die Frau hat extrem viel in den Beinen. Und auch hier wollen wir die Starterin aus Europa extra vorstellen. Das ist Nienke Brinkmann aus den Niederlanden, startet für das NN Running Team. Und eigentlich ist sie Trailläuferin, aber erstens muss sie sich nicht verstecken, weil die 2 Stunden 21, 51, die sie hat, ist extrem schnell schon für den Marathon. Und zum anderen ist die Strecke einfach extrem, ja, etwas, das ihr in die Karten spielen kann. Und dann kommen wir auch als nächstes zu der Strecke. Genau, und die Strecke geht eben extrem viel hoch und runter und insgesamt ist da ein Höhenunterschied von über einem Kilometer vorhanden. Deshalb entspricht die eben nicht offiziellen Normen und kann eben auch nicht offizielle Rekorde haben. Aber ich würde sagen, genau das macht sie eben interessant, weil es eben immer hoch und runter geht. Es sind eben viele taktische Spielchen möglich. Natürlich kann es aber auch sehr wehtun, weil gerade wenn man es nicht gewohnt ist mit diesem hügeligen Kurs, brechen viele Leute daran. Und das ist aber auch die Haupteigenschaft, dass es eben viel hoch und runter geht. Und ja, es ist einfach ein anderer Marathon, ein anderes Gefühl von Rennen. Im Grunde genommen ist die Strecke seit 1924 fast identisch. Der Start ist eben in Hopkinton, also in New England, und von da laufen die Läufer eben los und laufen Richtung Boston City. Auf halber Strecke kommt dann ein cooler Hotspot, das ist der Wellesley-Tunnel, also sehen wir hier. Der ist beim Wellesley College, ungefähr beim Halbmarathonpunkt, der auch Screaming-Tunnel heißt, weil die ganzen Studenten und Studentinnen schreien, was das Zeug hält, und feuern die Läufer und Läuferinnen an. Das heißt, spätestens da kriegt man zum ersten Mal richtig Gänsehaut. Und dann geht es eben weiter Richtung Meile 20, 21. Dort ist der berühmt-berüchtigte Heartbreak Hill, weil dort einfach schon sehr viel passiert ist und dort brechen auch viele Herzen, weil das ist eben in dieser Meile von 20 bis 21, also Kilometer 32 bis 34, werden 600 Meter in Höhenunterschied, also sieht man auch hier im Profil, zurückgelegt. Und gerade Läufer und Läuferinnen, die damit nicht wirklich zurechtkommen, weil sie es nicht gewohnt sind, brechen dort oft ein und brechen auch das Rennen oft ab. Aber wenn man es dann da geschafft hat, dann läuft man im Grunde genommen nur noch runter Richtung Boston City. Das heißt, ab dort kann man es richtig rollen lassen, man kann die Vibes aufsaugen, man kann nochmal Eindrücke von der Strecke mitnehmen und einfach auf das Gaspedal drücken und ordentlich Stimmung mitmachen. Jetzt kommen wir zur History vom Boston Marathon, weil davon gibt's genug. 1897, also vor 127 Jahren, wurde der Boston Marathon ins Leben gerufen, inspiriert von den wiederbelebten Olympischen Spielen in Athen aus dem Vorjahr. In der damaligen ersten Ausgabe wurde das Ganze mit 15 Teilnehmern veranstaltet. Die Siegerzeit betrug 2 Stunden 55 und 10 Sekunden, aber in den ersten Ausgaben waren es nur 24,5 Meilen beziehungsweise 39,5 Kilometer, bevor es dann eben 1924 auf die jetzt bekannten 26,2 Meilen beziehungsweise 42 Kilometer erweitert wurde. Ein weiterer krasser Fakt ist eben, dass 1966 das erste Mal der Marathon von einer Frau gefinisht wurde. Viele kennen die Geschichte mit Catherine Switzer, die von der Strecke gezogen wurde. Das ist aber nicht der eigentlich erste Marathon von einer Frau gewesen, sondern eben 1966 von Roberta Bobby Gibbs. Die hat sich in einem Busch versteckt, kurz nach dem Start, und ist dann reingesneakt ohne Startnummer und hat den ersten Marathon in 3 Stunden 21 gefinisht. Und im Jahr danach hat sie das Gleiche nochmal gemacht und 1968 das dritte Mal in Folge.
Aber trotzdem kennen eben viele nur die Story von Catherine Switzer, die sich irgendwie verkleidet hat und eben eine offizielle Startnummer hatte und dann von den Männern versucht wurde, von der Strecke gezogen zu werden. Im Jahr 1969 wurde der Marathon dann auf den dritten Montag im April gelegt, weil seit diesem Jahr ist am dritten Montag im April eben der Patriots Day, also ein Feiertag in den USA. Locals wissen aber, dass es eigentlich nur der Marathon Monday ist. Fast forward zu 2013. Das ist kein schönes Highlight, aber muss trotzdem erwähnt werden, weil es zur Geschichte vom Boston Marathon gehört. Und zwar der Bombenanschlag im Zielbereich, bei dem drei Leute gestorben sind und über 250 verletzt wurden. Back zu etwas Schönerem, und zwar im Überraschungssieg im Jahr 2018 von dem Japaner Yuki Kawauchi. Also im Jahr 2018 gab es richtig schlechte Bedingungen. Es hat geregnet, es war richtig kalt und es war sehr windig. Viele Profis konnten damit nicht umgehen. Der Japaner konnte das, hat dann einen sehr mutigen Move gemacht und wusste bis zum Schluss gar nicht, dass er gerade führt, und hat das Rennen dann in 2 Stunden 15 für sich entschieden. Und das Lustige dabei ist, er hatte einfach einen normalen 40-Stunden-Job und ist jeden Morgen zur Schule gelaufen und war dort Lehrer, und dann ist er zurückgelaufen und hat trotzdem gewonnen. Danach hat er dann seinen Job gekündigt und meinte, jetzt bin ich Profi. Also, was macht den Boston Marathon einzigartig? Wir haben mal fünf Fakten zusammengetragen, und der erste Fakt ist die Qualifikationszeiten. Weil anders als bei allen anderen Marathons muss man sich für den Boston Marathon qualifizieren. Das heißt, ich muss eine Zeit laufen, je nach meinem Alter und Geschlecht, und nur dann kann ich eben starten. Und das sind auch nicht so langsame Zeiten. Das ist nicht für jeden zu schaffen, aber das macht es nicht nur interessanter, sondern auch reizvoller, da zu starten, und was Besonderes, wenn man dann starten kann. Fakt Nummer 2 ist, dass es ein historisches Event ist mit extrem langer Tradition, weil der Marathon ist der am ältesten jährlich stattfindende Marathon, den es gibt auf der Welt. Von daher nicht schlecht. Respekt zum Boston Marathon. Fakt Nummer 3 sind die Zuschauerzahlen, weil der Boston Marathon findet einem Feiertag in den USA statt. Dementsprechend sind extrem viel Zuschauer an der Strecke. Man rechnet bis zu 500.000, also eine halbe Million Zuschauer. Fakt Nummer 4 ist, dass eben keine Pacemaker vorhanden sind und keine Weltrekordjagd möglich ist, weil eben die Strecke nicht den offiziellen Normen entspricht. Dadurch werden die Rennen nicht nur interessanter, sondern bieten eben auch Raum für Überraschungen, wie zum Beispiel im Jahr 2018. Und Fakt Nummer 5 ist, dass eben Männer und Frauen im Elitefeld getrennt starten. Dementsprechend ist eben keine Wettbewerbsverzerrung möglich, dass Männer eben Frauen pacen. Und das andere, viel wichtigere, ist, dass beide eben gleichermaßen Screentime beim Livestream bekommen. Jo, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe extrem Bock, jetzt auch irgendwann den Boston Marathon zu laufen, und wünsche allen, die morgen an der Startlinie stehen, viel Spaß. Alle, die an der Strecke stehen, macht Stimmung. Ansonsten schaut euch den Livestream an. Es ist ein krasses Feld am Start. Es ist ein extrem cooler Marathon. Wenn euch das Format gefallen hat, lasst ein Like oder ein Subscribe da oder beides. Und wir sehen uns nächstes Mal. Okay, machen wir nochmal?